Hallo und herzlich willkommen wieder bei Familie Spranger und den Shelties vom Ponyhügel. Heute geht es um das Thema, wie gewöhne ich meinen Hund das Bellen ab? Das ist gerade, wenn man einen Sheltie hat oder sich kaufen möchte, ein großes Problem. Es steht ja auch in allen Büchern geschrieben, dass Shelties sehr bellfreudig sind. Aber auch mit anderen Hunden gibt es natürlich die gleichen Probleme. Deswegen habe ich gedacht, mache ich heute mal ein Video genau zu diesem Thema. Natürlich gibt es keine ganz einfache Lösung und es wird oft ein bisschen dauern und auch nicht bei jedem Hund zum Erfolg führen. Aber wichtig ist natürlich, dass man immer nach den Ursachen schaut. Warum bellt der Hund? Der Hund will ja kommunizieren und zwar am liebsten mit Ihnen oder wenn er für sich alleine ist, auch in eigener Verantwortung. Wenn Sie jetzt Ihren Hund zum Beispiel alleine im Garten laufen lassen und an einer Straßenseite kann er zum Beispiel rausschauen und sieht, wer da kommt, und da kommt jemand mit Hund, dann wird der Hund nicht erst reinkommen und sagen, Frauchen, du, da war jemand am Zaun. Der wird gleich für sich selbst eigenständig handeln und bellen und versuchen, diesen Hund zu vertreiben. Das nennt sich dann territoriales Verhalten. Das ist relativ natürlich beim Hund. Er will einfach sein Grundstück, sein Haus verteidigen und bellt dann. Dann gibt es natürlich auch andere Ursachen zum Bellen. Zum Beispiel kann der Hund aus Einsamkeit bellen, wenn der allein zu Hause ist und kennt es nicht. Dann fängt er vielleicht erst leise an und wartet, ob sich jemand meldet. Und wenn sich keiner meldet, kann das wirklich ganz hysterisch ausarten und stundenlang gehen, bis endlich jemand kommt. Und das führt dann auch schon dazu, dass das für den Hund ja eine Lösung zu sein scheint, weil er lernt, ich muss nur lange, lange, lange genug bellen, dann kommt schon jemand. Und deswegen sagt man auch, dass Bellen an sich selbstbelohnend ist für den Hund. Er bellt zum Beispiel auch, wenn jetzt jemand an der Tür klingelt und Sie sind nicht zu Hause, er bellt, er sagt, geh weg, hier ist keiner, verschwinde und irgendwann geht derjenige. Und der Hund weiß, ich habe das gelöst, der ist weg, weil ich habe gebellt. Es gibt also nicht nur dieses aggressive Bellen, es gibt auch Bellen aus Freude. Wenn der Hund zum Beispiel sehr erregt, aufgeregt ist, beim Spielen zum Beispiel, beim Sport, dann hört man ganz oft die Hunde bellen, wenn sie mal beim Agility zuschauen. Es gibt wirklich Bellen aus Freude auch, mitten im Spiel, dass Junghunde miteinander rennen und kläffen und kläffen. Also das müssen Sie sich vorstellen, wie mit kleinen Kindern, die spielen und rufen, hey, komm, gib den Ball, nein, ich hole ihn und so. Und genauso sind Hunde auch. Und letztlich müssen Sie immer schauen, dass Sie Ruhe reinbringen, dass Sie dem Hund klar machen, das ist übrigens unsere Minka, dass Sie die Kontrolle behalten. Und die muss auch mal wieder gekämmt werden. Die Sache mit den Bällen ist eben auch eine Ranggeschichte. Wenn der Hund an der Leine bellt, weil ein Hund kommt oder weil ein Auto fährt oder er irgendwas Aufregendes gesehen hat, dann hat er die Führung übernommen und kümmert sich darum. Das heißt auch nichts anderes, als ob Sie da nun dranhängen oder nicht, ist dem Hund eigentlich egal, weil Sie zählen in seinen Augen nicht, was die Verteidigung oder den Rang angeht. Und das müssen Sie natürlich ändern. Dem Hund muss klar sein, wenn Sie mit ihm laufen an der Leine, dann haben Sie die Verantwortung und Sie kümmern sich. Und dann hat ein Hund nicht zu bellen. Nun sagt sich das so leicht. Zum einen muss man natürlich sehen, dass der Hund natürlich ausgelastet ist. Dass sie jeden Tag mit ihm spazieren gehen, dass der toben kann, dass der frei laufen kann draußen, dass der weiß, er wird geliebt und er hat seine Familie. Und dass es eben nicht daran liegt, dass der Hund jetzt tagelang nur im Haus eingesperrt ist, weil dann können Sie dem besten Hund keinen Vorwurf machen, wenn er dann entweder frustriert wird und leise oder laut und aggressiv irgendwann. Sondern Sie müssen den Hund artgerecht halten und beschäftigen, das ist selbstverständlich, sage ich jetzt mal. So, wenn der Hund jetzt aber trotzdem bellt, zum Beispiel Sie haben ihn an der Leine, es kommt ein anderer Hund und Ihr Hund bellt, dann müssen Sie ihm klar machen, du, ich kümmere mich da schon drum, es ist in Ordnung. Wir führen bei uns schon bei den kleinen Welpen schon ein, das Kommando zum Beispiel leise, können Sie auch jedes andere Kommando nehmen, dass der Hund überhaupt weiß, er soll jetzt nicht bellen, weil woher soll er das wissen, wenn Sie ihm das nicht beibringen? Da wird natürlich der Hund erstmal vermutlich nicht darauf reagieren. Es hilft oft, wenn man ihn an der Leine hat, wenn man ihn wirklich deutlich anspricht, ablenkt von den Bellen und dann auch lobt gleich wieder, wenn er leise ist. Aber kommen Sie nicht in Versuchung, wenn er bellt, ihm ein Leckerchen reinzuschieben. Weil dann wird er natürlich bestärkt darin zu bellen. Dann denkt er, genau das sollte ich jetzt machen, dafür werde ich belohnt.
sondern wirklich nur loben, egal ob mit Stimme oder Leckerchen, wenn er still ist. So, wenn ein Hund jetzt schon wirklich fixiert ist auf irgendeinen Punkt und bellt, dann kann auch helfen, wenn Sie ihn so seitlich in den Nacken zwacken, sage ich mal. Ein Hund würde schnappen. Oder wenn Sie ihn auch an der Schnauze packen und zu sich hindrehen, dass er aufmerksam auf Sie wird. Weil wenn die Hunde wirklich in Rage sind, hilft nichts anderes mehr. Natürlich auch festhalten an der Leine. Wenn Sie Sorge tragen, der Hund ist nicht kontrollierbar, sollten Sie ihn überhaupt nicht draußen von der Leine lassen. Das ist natürlich auch selbstverständlich. Leine kann dann auch eine Schleppleine sein, dass der Hund schon eine gewisse Freiheit hat. Aber wenn Sie merken, es gerät außer Kontrolle, können Sie ihn ranholen. Und das ist sowieso so eine Sache, die ganz wichtig ist, dass Sie immer wieder mit dem Hund trainieren, üben, dass der auf Rückruf kommt, dass der seinen Namen weiß, dass der lernt, wenn Sie sagen Sitz oder Platz, da hat er hinzusitzen und zu liegen, egal ob da jemand läuft und ob da irgendwas Aufregendes ist. Wenn sowas Grundsätzliches im Hund schon verankert ist und er weiß, da ist zwar jetzt was, ich würde so gerne, aber nein, ich darf nicht, weil ich muss ja hier sitzen, haben Sie schon sehr viel erreicht. Aber es gibt Hunde, die haben so ein hohes Stresslevel, die sitzen dann zwar und bellen trotzdem. Es ist natürlich rasseabhängig, es ist auch abhängig immer ein bisschen vom Charakter vom Hund, aber Sie müssen schauen, dass Sie trotzdem Ruhe ausstrahlen. Es ist auch so, wenn Sie sitzen und es klingelt an der Tür, müssen Sie sofort aufspringen. Sie können auch sitzen bleiben und dem Hund erstmal sagen, Hundeplatz oder ab ins Körbchen. Es ist auch wichtig, wenn Sie die Tür öffnen, dass nicht sofort der Hund rausrennt oder noch zwischen Ihnen und der Tür steht. Sie müssen sich wegdrehen von der Tür. Wenn Sie da noch den Hund schimpfen, dann denkt der Hund nur, Frauchen bellt genauso. Die will auch, dass der weggeht. Sie müssen sich rumdrehen zum Hund hin, die Aufmerksamkeit auf den Hund haben, Ruhe ausstrahlen, sagen, ist gut, ich kümmere mich. Die meisten Hunde sind damit schon zufrieden. Wenn Sie jetzt einen wirklich aggressiven Hund haben und der bellt an der Leine oder am Zaun, dann ist da eine Vorgeschichte. Dann hat er vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht. Dann hat er vielleicht Angst, bellt aus Angst oder aus Aggression und will selber angreifen. Nicht jeden Hund bekommen Sie ruhig. Dann ist eben auch eine Sache, dann ist es einfacher, dem Auslöser aus dem Weg zu gehen. Dann muss man erstmal wieder in den ruhigen Bereich reingehen. Und wenn es sich nicht vermeiden lässt, gehen Sie einfach mal weiter mit dem bellenden Hund. Was nicht geht, ist, dass Sie einen Hund stundenlang bellen lassen. Sie müssen dann schon für Ablenkung sorgen. Das kann auch mal eine Wasserspritze sein, dass der Hund plötzlich nass gespritzt wird. Dass er völlig überrascht ist, huch, was war das jetzt? Oder Sie nehmen so eine Schelle und schmeißen sie in die Nähe, natürlich nicht auf den Hund, in die Nähe vom Hund, dass er zusammenzuckt und ihn rausbringt aus dieser Schleife, ich belle, ich belle. Das ist schon vom kleinen Welpen an. Sie haben einen Futternapf in der Hand, der weiß, es gibt jetzt was. Sie nehmen den Napf und der fängt an und bellt und bellt und bellt. Was machen Sie am besten? Nehmen den Napf wieder, stellen ihn weg, füttern in 10 Minuten, wenn er sich beruhigt hat. Dass nicht der Hund Sie quasi maßregelt, mach schneller, beeil dich. Der Rang muss immer klar sein. Der Hund muss konsequent und mit Führung erzogen werden. Er muss körperlich ausgelastet sein und immer auch ihre Aufmerksamkeit haben. Ansonsten ist es natürlich ganz schwierig, wenn Sie außer Haus sind und haben den Hund 8 Stunden alleine im Haus. Der wird nicht leise sein. Der wird für sich sorgen, der wird der Meinung sein, er muss jetzt die Wohnung oder das Haus verteidigen. Und ich lehne das auch ab, wenn Leute sagen, ich bin voll berufstätig, mein Hund bleibt dann 8 bis 10 Stunden alleine. Das ist nichts für einen Hund. Der will mit Ihnen agieren, der will mit Ihnen zusammen sein. Und wenn da jemand ist, der muss nicht den ganzen Tag Programm machen. Aber dass der Hund weiß, ich kann jetzt auch mal entspannen und mich ausruhen, das ist ja auch für den Hund nicht der Wunsch, dass er alleine ist. Im Rudel würde der nie alleine sein. Ein junger Hund, ein Welpe würde nie alleine unterwegs sein. Da sind immer große, erfahrene, erwachsene Hunde dabei, die sich dann kümmern. Und die Rolle müssen Sie als Mensch einnehmen. Sie müssen dem Hund die Sicherheit vermitteln. Sie müssen ihm die Kommandos gründlich beibringen, mit Hundeschule oder ohne Hundeschule. Und Sie müssen auch üben, dass Sie mit anderen Hunden in Kontakt kommen mit dem Hund. Es reicht nicht, dass der im Haus sitzt und Platz macht und still ist. Sie müssen auch gerade draußen damit rechnen, ich treffe auf andere Hunde, auf bellende Hunde, Autos, Fahrräder, Menschen. Und ein Hund muss in der Lage sein, trotzdem sich auf Sie zu konzentrieren, mit Ihnen zu gehen, sich von Ihrer Ruhe mitnehmen zu lassen und Ihnen zu vertrauen.
Und wenn sie das erreichen, wird der Hund auch nicht dauernd und grundlos bellen. Und ein Kommando würde ich ihm trotzdem von Anfang an beibringen, auch auf die Entfernung hin, dass er lernt, oh, ist gut, Frauchen übernimmt, ich kann mich jetzt wieder beruhigen. Aber alleine ein Kommando wird keinen Hund zum Schweigen bringen. Das ist wirklich, die Auslastung muss da sein, die Erziehung muss da sein und die Sicherheit durch seinen Menschen. Und damit werden Sie bestimmt auch mit Ihrem Hund erfolgreich sein. Viel Erfolg dabei. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn Sie uns treu bleiben.